gelobt und angebetet sei das allerheiligste Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Heute gibt es einen Morgenimpuls, öfters mal was Neues. Müsst ihr halt noch schnell da bleiben oder auch einfach zuklappen, ist ja total egal eigentlich. Aber gestern habe ich mit jemandem gesprochen und ich habe schon mal gehört, da war ein Priester in Medjugorje und der hatte noch nie etwas gehört von der Marienweihe. Das ist krass eigentlich. Da hat noch jemand, ein Priester, noch nie etwas gehört vom barmherzigen Jesus und der heiligen Faustina. Und gestern habe ich jemanden gefragt, sage ich so, und machst du auch so den Allerseelenablass? Wisst ihr ja, gell, den machen wir ja alle. Vom 1. bis 8. November. Dann sagt er, was ist denn das? Was ist das? Und dann habe ich mir so gedenkt, ja, gell, wir sind eigentlich immer nur mit uns selber beschäftigt. Wir schauen immer nur so die Welt, die Leute, die einen laufen jetzt so langsam heim von den Discos. Um 19 Uhr habe ich sie schon mit dem Pfiffle, das ist so ein kleines Bier, habe ich sie schon rumlaufen sehen zum Vorglühen. Die einen laufen jetzt heim, die rennen diesem Leben hinterher, die Alten rennen dem anderen Leben hinterher. Und wir rennen auch irgendetwas hinterher, nämlich nur unserem eigenen Heil. Und dann finde ich es manchmal so wichtig, dass wir auch an die anderen denken. Natürlich denken wir an die anderen. Das ist ja eh gar keine Frage so, gell? Aber das wäre so eine großartige Chance, jetzt bis zum 8., heute ist der 5., so den armen Seelen. Dann habe ich meinen ganz persönlichen Heiligen, denke ich mir immer so. Ich gewinne den, ich gehe auf den Friedhof, ich bete da dafür. Und sogar im November kann ich jeden Tag einen Teilablass gewinnen. Das müsste ich jetzt wieder erklären, was das ist. Aber wenn ich da so diese Bedingungen erfülle, dann habe ich so meinen ganz persönlichen Heiligen, dem ich in den Himmel geholfen habe und der nichts Besseres zu tun hat, als mir zu helfen. Aber ich habe ja eh keine Anliegen. Ich habe eh keine Anliegen. Und falls du doch welche hättest, dann bitt ihn doch so drum, dass er dir da so hilft. Also ich mache das so. Ich habe da schon so ein kleines himmlisches Heerschar, nur für mich da so, die mir helfen, die für mich da sind, weil ich ihnen geholfen habe. Und die sind unendlich dankbar dafür. Also denken wir einen Schritt, das ist immer so ein bisschen so, dieser Schritt von sich selber wegzudenken, ist ungeheuer schwierig. Ungeheuer schwierig. Es geht fast nicht. Aber Gott denkt die ganze Zeit so. Gott denkt die ganze Zeit von sich weg. Der denkt nur an uns. Der denkt nicht an sich. Bin ich gut? Bin ich, wisst ihr, so richtig narzisstisch? Bin ich hübsch? Und das gibt es auf der anderen Seite auch. Ach, habe ich viele Verletzungen und so. Und was muss ich denn da noch? Und da bin ich auch verletzt. Und hier, Gott denkt nie so. Ist ja sowieso nicht, gell? Aber er denkt nur an uns. Nutzen wir diese paar Tage, 5, 6, 7, 8, 4 Tage sind es noch, wo wir so für die armen Seelen ihnen etwas Gutes tun dürfen, können. Ich möchte euch echt fest ermutigen dazu. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, dass alle Erquickung in sich wird. Lasset uns beten, Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.